Hey ho und herzlich willkommen zurück zu Super Castlevania mit Chibi Let's Play in einem neuen Level. Und hier stehen viele große Bücherregale rum. Wir könnten eventuell sogar in der Privatbibliothek des Graf Dracula selbst sein. Ein großes Herz nehmen wir mit. Ein Herz für Bücher. Hab ich eh. Auch wenn ich leider nicht immer die Zeit dafür habe, sie zu lesen. Ich habe wieder einen riesigen Stapel der Schande angesammelt, mal wieder. Etwa die Höhe meines Tisches. Ah, hey. Ich denke mir dann immer, ja, irgendwann wirst du ja wieder einen Tag haben. Gespinstchen. So. Huch, hier war doch vorhin einer. Oder ist er jetzt zu Tisch oder so? Keine Ahnung. Vielleicht, weil er sich dachte, ja gut, jetzt hat man mich einmal gesehen, mein Soll ist getan, ich gehe jetzt wohin? Gut, ich habe das Kreuz. Sehr schön, das Bumerangkreuz. Habe ich inzwischen auch sehr gern gewonnen. Well. Diese wackelnden Bücher können einen auch irritieren. Nur bisher haben sie mich noch nicht angegriffen. Was ist mit dem fliegenden Kobold da? Der fliegt seine Runden. Da fliegt ein Buch. Solange es nicht im Menschenleder gebunden ist, ist alles gut. Obwohl es ist mindestens genauso angriffslustig. Jetzt ist es aber gut, ne? Böse Bücher. Yay, ein Stück Kerzenkeule. Juhu. Oh, ey. Man kann auch wirklich nichts auf der Treppe machen. Du kannst nicht springen, du kannst dich so dezent nach links und rechts bewegen. Aber wirklich sehr dezent. Wird bestimmt gepatcht. Na egal. Ja, jetzt habe ich dummerweise nur das Messerchen, das locker über die Kollegen ja vorbeizieht. Ich glaube, ich kann einfach nach rechts weiter. Yay, Sprungpassage. Ach du je. Der steht doch gleich wieder auf. Bäh. Ja, Gemeinheit. Das war die Axt. Nein. Na gut, jetzt kann ich wenigstens auf die Plattform hier. Und gucken, wie sich das Buch verhält. So, jetzt schnell rüber. Boah. Was war eine gemeine Sprungpassage mit wieder aufstehenden Gegnern? Fledermäuse. Blup. Ach, und da, ja, und da grabbelt mich die Dame an hier im Bild. Geil, ein dickes Stück Fleisch mitten in der Wand. Mit einer Spur Beton. Pfeffer wäre mir lieber gewesen, aber egal. Hauptsache, die Energie ist halbwegs gefüllt. In Verbindung mit den Instant-Kill-Stacheln natürlich auch gemein. Wenn man halt in Versuchung ist, zu springen. Okay. Ich guck hier nochmal. Ach, nur ein Herz und Geld. Okay. Wow. Ich glaube, sie haben mich doch erwischt. Der hat mich auf jeden Fall erwischt. Aber hey, ich habe die Römisch 3. Jetzt kann ich dreimal in Folge werfen.
Jetzt so langsam habe ich es kapiert. Und damit ist der jetzt auch kaputt. Ich lasse den mal so rumwabern, ne? Ich glaube, ich muss mal unten. Dann tun wir dies. Okay. Da hätte jetzt ein schönes Stückchen Fleisch sein können. Nein. Ach, man kann die auch weghauen. Gut. Oh nein. Nein. Okay. Wenn man niederkniet, reicht das auch. Um nicht von den Socken gefegt zu werden. Aber da ist man wirklich in Versuchung, über den Teppich drüber zu springen. Natürlich mit dem Kopf dann in den Instant-Kill-Spikes. Ich denke mal, dass es Instant-Kill sein wird. Das spricht irgendwie für das Spiel. Ja, was ist mit dir? Oh, pff. Ja, ich habe Angst vor Fledermäusen. Seit diesem Spiel habe ich Angst vor Fledermäusen. Oh, Bossfight. Nee. Okay. Bäh. Nee! Okay, es hat irgendwie geklappt. Geil! Was jetzt? Ah! Aber wenigstens ist das Level rum. Oh, ein Glück. Okay, Stage 8. In den Katakomben? Sind wir jetzt wirklich so tief wieder gefallen? Oh, es sind bestimmt auch Instant-Kill-Spikes. Ja, so wie ich das Skelett hier sehe, so wie ich das beurteilen möchte, darf, wie auch immer, anscheinend. Ja. Böses Auge ist auch weg. Es tränt jetzt nicht mehr. Kommt da was runter? Ja. Ich traue nichts und niemanden mehr hier. Geh kaputt. Gut. Selbst die kleinen Dinger hier könnten mir wahrscheinlich Probleme bereiten. So. Noch ein Auge. Nein! Geh kaputt! Okay. Warte kurz. Krieg ich das? Überall da, wo Stacheln sind. Ah! Ja, Instant Kill. Och, Menno! Ich wollte gerade sagen, überall da, wo Stacheln sind, entsteht Skepsis bei mir. Welches Spiel hat eigentlich jemals mit Instant Kill Stacheln angefangen? War das Mega Man? Das kann eigentlich auch nur original Castlevania gewesen sein, denke ich. Das erschien, lass mich nicht lügen, 1986.
für MSX-Systeme. Nannte man die damals so? Ich weiß das jetzt. Ah, oh Mann, fliegt die doofe Axt mir doch echt entgegen. Oh, weißt du, jetzt ist die Luft raus. Aber aus dem Auge auch. Haha. Aus dem Auge, aus dem Sinn. So, Hauptsache, das respawnt nicht. Nur weil ich jetzt mal nach links gegangen bin. Ich bin froh, dass dieses Spiel von solchen Krankheiten befreit ist. So. Och Mann. Es lief so gut, ne? Aber ich habe auch die römische 3 nicht mehr, ich habe gar nichts mehr. Spinnchen lassen wir mal sein. Entweder der Feuerkopf, der Feuerspeindekopf oder das Auge. Irgendjemand wird mich auf jeden Fall treffen. Hey. Boah, es lief so gut vorhin. Aber jetzt habe ich auch wieder so diesen Drang von wegen, es muss doch jetzt klappen. Aber man kann sein Glück nun mal nicht erzwingen. Gibt so einen schönen Postkartenspruch. Glück ist wie Pupsen. Wenn du es erzwingst, wird's scheiße. Und das ist so wahr. Wieso ist da jetzt eine Statue? Die war vorher aber nicht, oder? Ich hab gedacht, der kommt jetzt runter. Ah, war ich wieder zu voreilig. Ich Vollidiot. 21, 2. Einfach nur mal die Sekunden zählen. Das würde viel bringen. Ich habe aber eher das Gefühl, das wird in diesem Lauf jetzt nichts mehr. Ich sollte vielleicht... Ich sollte vielleicht mal das Passwortsystem für mich nutzen. Damit ich mehr Leben gleich habe. Ist blöd, weil wir jetzt wirklich jeden Part, glaube ich, mit einem Tod gelebt haben. Aber egal. Dafür schäme ich mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Halt, da noch ein Herz. Ja. So, jetzt habe ich mehr Leben. Dann würde ich sagen, pfeifen wir auf die Punkte. Hier und da. Hauptsache, ich kriege die Passage dann geklärt. Nein. Alter! Weißt du, ein blöder Pixel, ey. Ich mach jetzt trotzdem weiter. Wegen dir! Und deinen Nachfahren. So, das war die Rache. Warum müssen es immer Augen sein? Wir sind hier doch nicht in Resident Evil. Und da finde ich die auch schon ekelhaft. Aber vielleicht auch gerade das Film? Kommt mein Ekel vielleicht auch von diesen Spielen? Wer weiß. So ein bisschen wie das Ei und das Huhn, ne? Was war zuerst da? Die Angst oder die gruselige Darstellung der Angst?
Weißt du, und das Ding hier ist total lahmarschig. Jo, ist klar. Ich bin noch nicht mal im Bild drin. Na, ich dachte denn jetzt... Ach, hier weißt du. Wie bin ich denn jetzt auf die Stufe gekommen? Normalerweise kann ich nicht draufspringen. Dann falle ich mal durch. Jetzt bin ich draufgesprungen. Hä? Egal, ich bin jetzt weg. Tschüss. Selbst auf dem Ding müssen Instant Killstacheln sein. Ah. Ja, ich bin wieder zu voreilig in vielen, vielen Dingen. Ja, genau. Wenn du dich bückst, bück ich mich auch und andersrum. Und schon haben wir wieder dieselbe Kacke mit dem beschissenen Auge. Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich. Hä? Mann, ey. Guckt euch die Energie an. Das regt mich schon wieder total auf. Verrecke. Ja, ist klar. Boah, weißt du... Mach das jetzt bewusst. Achso, man kann auch direkt auf Continue drücken. Okay. Also so cool das irgendwie auch ist hier mit dem Zeug, ist irgendwie noch da. Haaresbreite. Ich lasse das Ding jetzt einfach da stehen, ist mir egal. Wieso kann es denn nicht alle drei Flammen erwischen? Nein, nur die eine. Wieso kommt mir die Peitsche wieder so wahnsinnig lame vor? Boah. Und dann kommt der Tropfen. Der das Fass zum Überlaufen bringt. Alter! Ich hasse euch. Wirklich, ich hasse dieses Spiel langsam. Mann. Thank you.
Ja, hat mal geklappt. Ich hockel da jetzt nicht wegen der Axt runter. Ist mir egal. Würdest du dich bitte einfach mal treffen lassen? Blödes Auge! Na. Wieso schnell das dann jetzt schon wieder runter? Geh einfach, solange du noch... Ja. Solange man noch relativ unverwundbar ist durch einen Treffer, sollte man diese Gelegenheit auch nutzen und einfach durchrushen. Ach, nichts mehr weg hier. Ich will da nie wieder hin. Ich will nie wieder da durch. Und jetzt habe ich diese blöde Passage schon wieder. Entschuldigung. Ich werde emotional, aber so... Alter! Ich war neben den Scheißstacheln! Ich war neben den Scheißstacheln! Ah! Hab keinen Bock mehr. Ich will es mal ausprobieren. Kann man bei den Passwörtern vielleicht über da schummeln? Nein, im Cent. Kill. Danke. Ja, komm. Continue. Ich frage mich nämlich, was bei den Passwörtern ausschlagkräftig für das Level ist. Ups. Nein. Ob das jetzt die Herzen sind oder so? Wie wäre es denn, wenn ich mal... Keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel mal hier das eine Mal so mache. Aha. Aha. Schade. Ich habe gehofft, ich kann es überlisten. Aber nicht. Schade. Hätte ja sein können, dass ich dann perfekt gerüstet wäre oder so ein Krams. Aber nö. Unsere Jungs von Konami haben natürlich dran gedacht. Wenn, dann machen wir es richtig schwer, ne? Na gut. Jetzt hatte ich wieder Angst vor dem Auge. Und seiner blöden Feuerträne. Ja. Nein. Ich glaube, ich habe einen Safety Spot gefunden. Yay! Okay. Wow, ich bin, glaube ich, zum allerersten Mal hier an diesem Punkt mit voller Energie. Wer weiß, wie lange ich jetzt davon habe. Okay.
Alter! Ich hab nur mein Handy vibriert, aber Alter, an so einer Stelle auch noch. Mit noch mehr Spikes. Das Messer. Nee. Boah, ich traue der Decke nicht. Guckt euch die Spikes da an. Ja. Ein Speere. Aha. Ich hätte eigentlich ganz gern die römische Zahl da gehabt. Gott sei Dank, treffe ich dich nicht? Doch, ich tu's. Kommt der Tropfen jetzt nochmal, der Glibber? Ja. Wandfleisch. Oh, schön. Knirscht ein bisschen zwischen den Zähnen, aber hey. Nein. Alter. Ach, da war das Kreuz. Ja, das ist mir jetzt egal. Es geht runter anscheinend. Kommt der Kopf jetzt wieder? Okay, ich lebe noch irgendwie. Es lief nicht ganz perfekt, aber hey, ich lebe noch. Oh, ein Glück, ich respawne hier. Langsam, geduldig gehen wir mal weiter unseres Weges. Mal wieder hier. Ich glaube, das ist eine sehr ungünstige Situation. Da! Aua. Aber ich glaube, wir sind noch relativ weit unten, ne? Ja, nächste Kammer, nächster Raum. Ich sehe schon wieder Instant-Kill-Blöcke. Achso, es war nur das Skelett da. Nein. Es gibt keinen Wein für dich. Sprechendes Skelett. Pff, der Glibber. Und dann kommt der Glibber. Jetzt kann ich durch, okay? Noch ein Glibber. Okay, den zweiten Sprung kann man nicht knicken. Ansonsten war es okay. Okay, ich bin hier. Huch, ich wollte gar nicht nach oben. Aber schön, dass man das kann. Das war doof. Kaputt. Hallo? Hallo? Immer mal mit, ne?
Dich habe ich ganz vergessen. Warum bin ich gesprungen? Ich weiß es selber nicht. Dieses Spiel ermüdet mich. Weißt du, und dann denkst du, ja gut, spielst das Level noch schnell durch. Eine halbe Stunde bald. Nee, ist es schon. Dein Glibber. Glibber. Ich habe übrigens immer noch einen Timer laufen, ne? Also. Ich sollte nicht die ganze Zeit hier auf die Glibber-Sachen achten. Boah, das ist so eine doofe Ecke. Ich traue mich nicht wegen den Spikes da. Und krieg sofort Angst und kann danach nicht mehr konzentriert steuern. Dann krauche ich einfach. Ich habe gerade gemerkt, das kann ich. Vielleicht habe ich es vorher schon auf jeden Fall wieder vergessen und ja. Ich krauche jetzt einfach hier. Ganz, ganz chillig, ganz. Oh nein, wegplöppende Felsdinger. Oh nein. Finde ich hier vielleicht ein Leben? Geld. Das war's? Boah, Mann, ey. Ich sehe wegplöppende Steine und ich sehe Spikes an der Decke. Ja, geil. Boah, ich will nicht mehr. Ach, Mann, wie euphorisch ich doch vor ein, zwei Wochen war. Beziehungsweise mein Helferlein. Als er mir sagte, hey... Ich spiele doch mal Castlevania hier kurz vor Halloween. Ist doch bestimmt cool. Weil ich nämlich ehrlich gesagt keine Zeit hatte, mir jetzt irgendwie ein großes Special zu überlegen. Hier ein Cartoon, irgendwas oder so. Da habe ich den Glibber wieder vergessen. Und dann hat er mir: Hey, spielst du Castlevania? War eine dumme Idee. Ich will nicht mehr. Was ist, wenn ich jetzt... Dann bin ich wieder hier. Oh. Im nächsten Part, okay? Tut mir leid, aber wow. Ich bin gefrustet. Ich bin ruhig. Verdammt, da bin ich schon. Ach, egal. Meine Lieben, ich danke euch fürs Zusehen, danke für eure Geduld mit mir und bis dann. Tschüss.